Herzlich willkommen. 7 Tage haben wir hier in Berlin 30 Jahre friedliche Revolution gefeiert. Hier kommen jetzt die schönsten Rückblicke. Bis zum 10. November gibt es am Brandenburger Tor eine Menge beschriftete Bändchen. Über 30.000 Wünsche, Hoffnungen und Ideen werden über die Straße des 17. Juni schweben. Aus den teils reflektierenden verschiedenfarbigen Botschaftsbändern entsteht ein sogenanntes Skynet im typischen Stil des Künstlers, welches sich scheinbar schwerelos vom Lindenrodell aus rund 150 Meter über der Straße des 17. Juni in den Himmel spannt. Behind you, you can feel and hear your creation. How does that feel? It's pretty exciting. It's a long process and a tedious process, and it takes a lot of people. I have a phenomenal team. I'm very proud of everybody, and I'm proud of everybody that participated writing messages. But it's pretty thrilling when it comes out of the box and it catches the wind. It's a pretty exciting thing. I can't deny it. Did you write one down too? Oh, yes. Yes, absolutely. I wrote something, said, bricks can make walls or bricks can make bridges. You know? Wunderbar. Thank you. Thank you very much. Hunderttausende haben während der friedlichen Revolution mutig ihre Stimme erhoben und damit zum Fall der Mauer beigetragen. Die handgefertigte Kunstinstallation erinnert an dieses Engagement und ist in ihrer rechteckigen Form an die ehemalige Mauer angelehnt. Dabei aber durchlässig und ständig in Bewegung. Herzlich willkommen, 30 Jahre friedliche Revolution, Mauerfall. Der regierende Bürgermeister Michael Müller eröffnete feierlich die Festivalwoche hier am Alexanderplatz. Ein riesiger Zug von Menschen zog am 4. November 1989 gen Alexanderplatz. Mit geschätzten 500.000 Teilnehmern wurde die Demonstration in Ost-Berlin zur größten in der DDR-Geschichte. Dreißig Jahre später wurde am 4. November die Festivalwoche vom regierenden Bürgermeister Berlins Michael Müller und Moritz van Dülmen, Geschäftsführer von Kulturprojekte Berlin, eröffnet. Aufwendige 3D-Videoproduktionen zeigen historische Filmaufnahmen und lässt den Festivalbesucher mitten in die Ereignisse der Jahre 1989 und 1990 eintauchen. Herr Müller, 30 Jahre Mauerfall. Wie wichtig ist denn die historische Bedeutung hier Alexanderplatz? Ja, es ist eben auch ein historischer Ort. Genau heute vor 30 Jahren, am 4. November 1989, standen hier eben Hunderttausende und haben wieder friedlich demonstriert. Wir haben alle die Bilder noch im Kopf, wie in vielen Städten der DDR es große Demonstrationen gegeben hat. Aber hier war wirklich ein zentraler Veranstaltungsort und berühmte Rednerinnen und Redner haben sich engagiert für Demokratie, für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Wir wollen die Demokratie und den Sieg des Kampfes auf der Straße gegen Diktatur und für Menschenrechte feiern, sagt Moritz van Dülmen. Dazu habe man versucht, ein Programm für jedermann auf die Beine zu stellen. Insgesamt gibt es mehr als 200 kostenlose Konzerte, Lesungen, Theater- und Filmaufführungen sowie Diskussionsrunden, die sich auch kritisch mit den Folgen der Wiedervereinigung vor allem in den ostdeutschen Ländern auseinandersetzen. Was genau bekommen wir denn hier zu sehen? Wir sehen jetzt hier gerade im Hintergrund an den großen Fassaden des Alexanderplatz, die quasi Zeitzeugen sind. Die waren natürlich auch vor 30 Jahren schon hier. Und da zeigen wir die großen Bilder und erzählen die Geschichte der Revolution, der Demonstration, aber auch natürlich des Mauerfalls und der kurzen Geschichte danach, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht auch als Appetizer, um dann hier an dem Ort in die Open-Air-Ausstellung einzutauchen oder eben eine der wirklich eben über 200 Veranstaltungen zu besuchen.
Ich befinde mich hier an der East Side Gallery, denn hier ist gleich David Hasselhoff im Gespräch mit mir und präsentiert sein neuestes Hörbuch Up Against the Wall. Vor 30 Jahren sang David Hasselhoff bei der ersten deutsch-deutschen Silvesterfeier 1989 am Brandenburger Tor sein legendäres Lied I've Been Looking for Freedom. Nun ist er hier, um uns sein Hörbuch Up Against the Wall Mission Mauerfall zu präsentieren. Up Against the Wall ist ein temporeicher Krimi inklusive spektakulären Auftritt von Kit und satirischen Deutschland-Klischees. Welcome back to Berlin. How does it feel? It was great because the wall is still up. And first time I've seen some of the construction of the new buildings, it's a little bit disheartening. But we managed to save some of the wall. And I think it's really important because people come from all over the world. And what do they want to see in Berlin the first time? They want to see the wall, they want to go in a trapeze, and they want to go to the Brandenburg Gate. And it's important that we have a representation of the people that died and a representation of what really happened. That's what the book is about. This book is very accurate. It's about the East German dilemma. And the man who did the German translation, William Kohn, he had an incredible story for me because he dated a girl in East Germany and he had to leave. And she would cry every night because he had to go. And she would say, what have I done that I'm so bad that I'm a prisoner? And it was amazing that that the wall came down and that I was able to go behind the wall and have an experience. And I did a show called National Geographic, and it's really accurate about what happened. I met a lot of people who escaped, and a lot of people who knew me. And I said, how do you know me? And they said, I've been looking for freedom. And it was amazing to me that they were singing my song. Nicht nur in 7 verschiedenen Orten von Berlin wird an die friedliche Revolution 30 Jahre Mauerfall gedacht. Auch hier im Boulevard Berlin findet eine Ausstellung statt, nämlich eine ganz spezielle. 300 Schulkinder haben Mauerstücke bemalt. Für das Projekt Kunst gegen Mauern wurden Miniaturmauerstücke von Berliner Schülerinnen und Schülern bemalt. Was hast du dir dabei gedacht? Also ich habe auf die eine Seite habe ich so ein bisschen die Flagge zertrennt und habe das Peace-Zeichen, eine Träne hingemalt und eine Flamme. Und auf der anderen Seite eine Mauer und ein bisschen Camouflage. Wunderschön. Und du, dein Kunstwerk? Ja, das ist mein Kunstwerk. Dann habe ich da halt eben von oben, wenn man so sieht, dann sieht man da ein Stück von der Berliner Mauer mit einem Wachturm und einem Scheinwerfer und einem Totenkopf. Noch bis zum 15. November ist das Projekt Kunst gegen Mauer im Boulevard Berlin zu sehen. Unterwegs nach Berlin war ein Trabi auf 4 Beine. Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls kam die Skulptur vom tschechischen Künstler David Czerny nach Berlin und steht nun auf dem Walter-Benjamin-Platz. Der laufende Trabi von David ist ein Symbol für die Flüchtenden. Der Trabi schafft es, die Flüchtlinge der ehemaligen DDR über die Grenzen in die Freiheit zu bringen. Was genau ist die Bedeutung von Kuwadis? Escape of the people and all the trabis like escaping, but in the same time it's called Quo Vadis, so it was also a question like where the reunified Germany will go, so it has those like two things. Czerny gilt als einer der provokantesten zeitgenössischen Künstler Tschechiens. Mit seinen Skulpturen provoziert er gerne das politische Geschehen und löst damit kontroverse Debatten aus. Das war's, die 30 Jahre Mauerfall, die Festivalwoche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.